Ligaspiel terminiert. Die Partie Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo wird am Samstag, den 25. Februar, im Stadion der Freundschaft ausgetragen. Es sollte ursprünglich einen Tag vorher unter Flutlicht angepfiffen werden. Die Polizei sah sich allerdings nicht in der Lage, das Spiel ausreichend abzusichern. Am gleichen Tag gibt es in Berlin und Brandenburg mehrere Großveranstaltungen. Das nächste Testspiel ist hingegen schon morgen. Dann trifft Energie auf den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 14 Uhr im Stadion der Freundschaft. Fahrgastinformationen außer Betrieb. Die Echtzeitanzeigen von Cottbusverkehr funktionieren zurzeit nicht. Grund ist eine technische Störung innerhalb der elektronischen Datenverarbeitung. Das Unternehmen arbeitet an der Fehlerbehebung. Fahrgäste sollen vorübergehend die Fahrpläne beachten. Hilfe bei Demenzerkrankungen. Der Gerontopsychiatrische Verbund gibt eine kostenlose Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz. Experten zeigen und erklären, wie Betroffene mit der Krankheit umgehen können. Die Infoveranstaltung ist am kommenden Montag in Guben. Los geht's um 17 Uhr in der Sozialstation der Volkssolidarität Spree-Neiße.